Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Let's Play World of Tanks hier mit dem IS-3 Top-Tier 8er im 7er 6er Gefecht. Jetzt werdet ihr euch vielleicht wundern, IS-3 zieht man zurzeit häufig. Ja, hat bei Barroso in dem Fall einen ganz einfachen Hintergrund. Und zwar Patch 0912 oder 9, ja doch, eigentlich ist es 0912, ist ja recht kurz erst erschienen. Und dementsprechend hatte ich natürlich jetzt nicht so viel Auswahl wie sonst von den Replays her. Und ja, deswegen vielleicht der ein oder andere Panzer, besonders in dieser Woche, den man sogar schon öfters mal gesehen hat. Aber ich habe eigentlich versucht, die Replays so auszuwählen, dass trotzdem nach wie vor die Qualität stimmt. Und ja, beim IS-3, auch wenn man den Panzer sonst kennt, glaube ich, kann man schon sagen, hat man sonst immer sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass Barroso uns auch diesen hier bereiten wird. Sein Zugkamerad, der zeichnet sich gleich durch eine nette Umgangssprache aus. Fucking Noobs Retards. Ja, Torres 99 an dieser Stelle. Glückwunsch an dich, du bist im Fernsehen. Mal schauen, ob da Barroso drauf einsteigt oder ob er das hier cool runterspielt. Auf jeden Fall finde ich schön, die Einsatzweihelinie hier zu wählen. Weil da ist immer ein bisschen Action, da ist so eine bisschen Erhöhung, da kann man sich vernünftig aufstellen, muss aber auf die Artis aufpassen, weil gerade hier sind drei Stück im Spiel. Hier kommt ein gegnerischer IS-3. Schneller Snapshot, hat zwar getroffen, aber nicht durchschlagen. So, und jetzt hat er das typische IS-3-Problem, und zwar die Gun Depression. Aber hier konnte er ein Stück nach vorne fahren und ihn dann oben auf den Turm draufschießen, hat man schön gesehen, wo man den hinziehen kann, wo man dann durchkommt. T-34-85. So, auch hier hat er jetzt das gleiche Problem wieder. Einfach diese Mini-Erhöhung, die hier vorne drin ist. Aber Gott sei Dank gibt es ja dann noch einen weiteren Gegner, den IS-2, wo er dann draufkommt. So, der IS-2 bewegt sich hier weit. Ah, es ist halt diese Gun Depression so um ein Müh. Aber jetzt hier vielleicht nochmal oben drauf. Ja, schön Richtung Kommandantenkuppel gezogen. Und dann sieht man mal wieder Thema Stellungsspiel. Das macht einiges aus. Sie sind hier auch mit natürlich dem VK, dem Tiger 1 und dem IS-3 drei tolle Panzer. Allerdings hat sich jetzt auch die Arti dann langsam für sie entdeckt. Oh, und auch er zeichnet sich hier gleich durch Wording aus. Fuck you, Arti-Klicker. Naja, also ich kann es nicht nachvollziehen. Also das gehört halt zu World of Tanks irgendwie gefühlt dazu, dass man flamed. Wirklich gut heiße ich es aber trotzdem nicht, weil gerade die Arti gehört halt dazu und ist jetzt nicht so, dass er jetzt hier nicht damit rechnen konnte, dass hier ein Arti-Schuss auf ihn kommt, gerade bei drei Stück. Barroso und Torres haben sich zumindest gesucht und gefunden von ihrer Sprachweise. Finde ich auch immer schön, dass Leute dann das noch einschicken und sagen, hier, zeig doch mal das Spiel. In dem Fall ist es Gott sei Dank deren Ruf und nicht meiner. So, jetzt hat es Torres nochmal erwischt. Finde ich sogar fast ein bisschen lustiger an dieser Stelle, muss ich gestehen. Mal schauen, ob Torres nicht auch gleich noch was schreibt. Meine Vermutung ist da ganz klar, dass er was schreiben wird. KV-4 jetzt hier rechts von ihm. IS-3 wenig. Ah, hätten sie lieber auf den KV-4 wohl gehen sollen, als auf den IS-3, der ganz minimal offen war. Jetzt denkt er sich wohl das Gleiche. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt kann er fast wieder auf den IS-3 gehen. Aber er drückt nach vorne durch. Arti hat ihn hier auch getroffen. Gesplashed und da den Schaden. Jetzt hat er repariert, dass er schnell wegkommt, dass nicht die nächste Arti ihn nochmal trifft. KV-4 hat jetzt Torres rausgenommen. Ich warte jetzt hier den nächsten Flame. IS-3, den dicken Max. So, aber auf den KV-4 kommt er gut drauf. So, der Tiger macht ihn aber nicht weg. Der Tiger hat hier Riesenprobleme mit dem KV-4. Da muss er das für ihn machen. Nimmt ihn jetzt raus. Drei Kills gemacht. 3451 Schaden. Arti hält hier weiterhin auf ihn drauf. OMG, Tiger, schreibt jetzt der IS-3. Das ist ein bisschen nachvollziehbar. Da hat der IS-3 wirklich nicht gut gespielt und ohne seine Hilfe wäre er weg gewesen. Aber hier konnte er jetzt noch die Arti zerstören. Vielleicht eine kleine Genugtuung für ihn.
Panther 8-8 noch im Spiel, Rheinmetall im Spiel und sonst lauter Artis. So, jetzt ist er offen. Die Frage ist natürlich, wer und wo. Ah, der Panther. Mit Auto-Aim in der Fahrt auf die Distanz. Das ist ein bisschen glücklich. Um es so zu sagen. Da ist jetzt die Su. Auto-Aim. Und auch hier trifft er. Aber jetzt ist er hier so getrackt, dass der Panther da auf ihn gehen kann. Jetzt brennt er automatischer Feuerlöscher. Und jetzt muss er warten und hoffen, dass der Panther ungeduldig wird. Los geht's. Da ist er. Und den nimmt er jetzt raus. Der war wichtig, weil sonst wäre es um sein Leben schnell geschehen gewesen. Und der letzte Kill durch den KV4 an der Arti. Ja, lassen wir doch ein Resümee zusammenfassen. An sich eine schöne Runde. Schade, dass es keinen Krieger gegeben hat. Beim Wording würde ich noch dran arbeiten, aber Barroso und Torres, wie gesagt, ihr beide gehört wohl zusammen. Das trifft auch aufs Vokabular zu. Ansonsten vielen Dank, dass ihr heute dabei wart bei dieser kurzen, schlinken, schnellen Runde Let's Play World of Tanks.